Wir befinden uns auf der Augustusbrücke und laufen nun in Richtung Dresden-Neustadt. Links sehen wir das Blockhaus, das im Moment völlig entkernt ist und für einen Umbau hergerichtet wird. Man sieht eigentlich nur noch die Außenmauern stehen. Touristen sind keine unterwegs, denn Sachsen befindet sich in einem harten Lockdown. Die zweite Corona-Welle hat Sachsen fest im Griff. Wir biegen jetzt hier rechts ab und laufen zur ehemaligen Unterführung runter. Diese fiel dem Hochwasser von 2013 zum Opfer und ist schon seit einigen Jahren nicht mehr vorhanden. Ungefähr dort, wo das Dynamo-Logo ist, konnte man früher unter der großen Meißner Straße zum Goldenen Reiter gelangen. Das Areal hier wird sich komplett verändern, denn man möchte das Wohnhaus von Josef Fröhlich, dem Hofnarren, wieder aufbauen und es soll bis Ende 2021 an dieser Stelle hier ungefähr wieder stehen. Zum Gedenken an eben jenen berühmten Hofnarren begrüßt uns hier seit 1978 eine Bronzeskulptur, die von dem Magdeburger Künstler Heinrich Apel geschaffen wurde. Josef Fröhlich war eigentlich ein Müllerjunge, der allerdings bei seiner Walz sich verschiedenste Karten- und Taschenspielertricks abschaute. Er wurde so gut darin, dass er erst an den Hof von Brandenburg-Bayreuth kam und später an den Hof von Sachsen. Hier belustigte er als Hofnarr die sächsische Hofgesellschaft und vor allen Dingen August den Starken. Sein Motto war Semper heiter, numquam traurig, also immer heiter, niemals traurig. Von seiner Anstellung konnte er so gut leben, dass er sich ein Wohnhaus leistete, welches genau hier an dieser Stelle bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges stand. Doch widmen wir uns nun der Bronzeskulptur. Heinrich Apel hat versucht, den Hofnarren Josef Fröhlich wirklichkeitsnah abzubilden. Um ihn herum pflanzte er mehrere Symbole, vor allen Dingen in Form von Tieren. Hier zum Beispiel sehen wir einen Affen, der gerade mit einem Würfelspiel beschäftigt ist. Hinter ihm sitzt eine Maus, die anscheinend sehr gerne angefasst wird, denn sie glänzt hervorragend braun. Es folgt eine Sau, die ebenfalls eine glänzende Nase hat. Und die Sau stand im Mittelalter für die Unreinheit. Man sieht in aller Deutlichkeit, wie sie gerade ihr Geschäft erledigt. Den Kreis schließt eine Eule, das Symbol für Weisheit, die den Narrenstab zu bewachen scheint. Josef Fröhlich selbst wird in Pumphosen dargestellt. Er hat einen ungewöhnlichen spitzen Hut auf. Den hat er schon aus seiner Heimat mitgebracht, damals aus der Steiermark. Über seinem linken Knie zeigt sich ein Spiegel. Da stand früher ursprünglich drauf, alles große Scheiße. Aber die DDR-Funktionäre fanden das nicht so toll und haben das abkratzen lassen. Der riesige Schlüssel auf seinem Rücken steht für seine Aufgeschlossenheit, könnte man denken. Aber als selbsternannter Kammerherr trug er diesen tatsächlich stets bei sich. Der Magdeburger Künstler Heinrich Apel starb in diesem Jahr, also 2020, im Mai. Viele Werke von ihm gibt es noch in Magdeburg zu bewundern, so zum Beispiel den berühmten Pfauenbrunnen. Hier ist der Benny. In der Beschreibung könnt ihr auch noch erfahren, wo sich das hier alles befindet. Da gibt es nämlich einen Google Maps Link.